die wirklich die Reichsten drin haben. Und da kommen Sie zu ganz anderen Vermögenskonzentrationen. Darf ich eine Frage nur stellen? Frau Wagenknecht, das, was Sie vorschlagen, hat doch die französische Regierung unter Herrn Hollande auch tun wollen. Und das Ergebnis dort war doch, Gérard Depardieu, der Schauspieler, wurde Russe und die französische Wirtschaft ist zusammengebrochen. Wieso lernen Sie nicht von dem französischen Beispiel? Also diese Regierung ist abgewählt. Und Sie sind die stärkste Verliererin in dieser Abwahl. Ja. Man wünscht Herrn Schulz noch mehr Redezeit, damit er sich weiter um Kopf und Kragen reden kann. Frau Merkel, wir wollen doch öffentlichen Haushalt. Das verstehen Sie nicht. Herr Finanzminister, Sie schütteln mit dem Kopf, Sie verstehen das nicht. Sie zahlen wegen der Eurokrise und nicht wegen Ihrer Solidität so geringe Zinsen. Und die Menschen bekommen so geringe Zinsen aus dem gleichen Grund. Und deshalb ist es ein Gebot der Fairness, dass mindestens der Finanzierungsvorteil des Staates an die Menschen zurückgegeben wird. Doch, Frau Kraft, da rege ich mich auf, weil mich das noch betrifft, wenn Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sagen, dass sie keine Chance mehr haben, zum Beispiel Eigentum zu erwerben für die Familie, weil Grundsteuer steigt, Solidaritätszuschlag, erhöhte Grunderwerbsteuer. Mich regt das auf. Das war doch mal. Es ist eine Wahlkampflüge gewesen der Grünen, dass man FDP wählen wolle, wenn man den Klimawandel leugnet. Nicht am Wahlabend, sondern immer schon Monate vorher habe ich klar gesagt, die Interviews können Sie sich raussuchen, dass wir selbstverständlich zum Klimaschutzabkommen von Paris stehen. Ihre Generalsekretärin hat was anderes gesagt. Nein, hat sie nicht. Schauen Sie sich's an. Stellen Sie, Frau Göring, wir müssen da nicht weitermachen. Nein, ich finde auch. Wenn Sie aufhören, die Unwahrheit über die FDP zu sagen, höre ich auf, oft die Wahrheit über die Grünen zu sagen. Sehr lustig. Ja? Wenn ich es richtig erinnere, das war die Archäologie in Erlangen.
Die kloppen sich also selber auf. Das schafft Arbeitsplätze. Bitte? Ach, gucken Sie mal da. Ne, das ist interessant. Haben Sie nicht gehört, was die Ministerpräsidentin gesagt hat? Haben Sie das nicht gehört, Herr Kollege von der SPD? Sie sagen, ich hätte Erfahrung. Und in der Tat, Herr Kollege, ich habe schon mal in der Hochphase der New Economy, habe ich schon mal ein Unternehmen gegründet. Und dieses Unternehmen war damals nicht erfolgreich. Heute hier hat die Ministerpräsidentin gesagt, man soll auch Scheitern von Pionieren nicht ein Leben lang biografisch als Stigma verwenden. Da haben Sie einen. Da haben Sie einen in Ihren eigenen Reihen, Frau Ministerpräsidentin. Da haben Sie einen, der nicht zuhört, was Sie machen. Das ist Ihr Kollege. Das ist einer der Gründe, warum heute die Menschen lieber in den öffentlichen Dienst, da haben Sie ja auch gearbeitet, gehen, statt sich zu gründen. Weil man nämlich, wenn man Erfolg hat, in das Visier der sozialdemokratischen Umverteiler gerät. Und wenn man scheitert, ist man sich Spott und Häme sicher. Das ist doch der Grund. Und da sage ich Ihnen, Herr Kollege, da sage ich Ihnen, es sind ja oft genug, Sie sind übrigens der Zweite, Herr Hahn hat das auch schon mal hier probiert am Pult, sind übrigens immer meistens solche Sozialdemokraten, die das ganze Leben im Staat gearbeitet oder vom Staat gelebt haben, die anderen unternehmerisches Engagement vorwerfen. Und ich sage Ihnen noch eins, Ich sage Ihnen noch eins, weil Sie sich hier bis auf die Knochen blamiert haben. Sie haben im Grunde die ganze Regierungserklärung der Ministerpräsidentin durch Ihren dämlichen Zwischenruf zur Makulatur gemacht. Ich sage Ihnen eins. Bei dem Kollegen, der jetzt zum ersten Mal überhaupt hier im Landtag in Erscheinung tritt, können Sie sich bedanken, Frau Ministerpräsidentin. Und ich sage Ihnen eins, Herr Kollege, mit mir können Sie das ja machen. Schauen Sie, ich bin FDP-Vorsitzender, ich bin andere Anwürfe gewohnt. Aber welchen Eindruck macht so ein dümmlicher Zwischenruf wie Ihrer auf irgendeinen gründungswilligen jungen Menschen? Was ist das für ein Eindruck? Ja. Ah. So, das hat Spaß gemacht. Das hat man gemerkt.